Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo, da bin ich wieder mit der neuen Aufnahme. Ich Hi, habe ich gerade wünsche dir eben einen eine schönen Quest Tag. gemacht, die mich ziemlich abgeraged hat und ich bin ziemlich sauer momentan. Ich möchte irgendein Gemetzel anrichten. Irgendwo, wo ich Ach, alles mein Mögliche hübsches töten Sümmchen. muss. Das wäre echt schön jetzt. So. Wir gucken mal. Erstmal Charakteranpassung, Fähigkeiten, Gesundheit. Tschi. So, die Fähigkeit, bla bla, tja, wenn sie ausgerüttet ist, brauche ich nicht. Gib mir mal Heilung, ja komm. Dickeres Fell, komm. Gib mir den Scheiß. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Leben. Schleichen haben wir auch immer was Neues zu bekommen anscheinend. Irgendwie nicht, aber trotzdem ist da ein Ausrufezeichen. Hey. Ich hab hier doch alles angeguckt. Hier, guckt es euch an. Na gut. Fernkampf. Ja, gut, ja. Zweimal abfeuern und nachzuladen ist natürlich cool und so, aber es ist halt noch nicht für jetzt. Eigentlich gibt es hier nichts Sinnvolles mehr, worauf ich skillen kann. Na gut, dann skill ich gar nicht. Ist halt so. Ausrüstung, Waffen. So, wir haben 170.000. Wird Zeit für eine bessere Pistole. Wobei, wenn ich mir die Gewehre angucke, ich glaube, ein Gewehr wäre wesentlich besser, ne? Geschwindigkeit, Reichweite ohne Ende. Die ist natürlich nicht schlecht. Na komm, holen wir uns die. So, Silbergeschoss, Dingenskirchens. Und verbessern wir auch direkt. Zack. Schade, ich wollte mir damit eigentlich eine neue Farbe zulegen, ne? Egal. Farbe ist jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich mir so angucke, was wir als nächstes machen: Charakteranpassung, Ausrüstung, Ausstattung, Farben. Ich würde gerne. Ja, meine Oldschool-Farben gehen. Hey, was ist das denn? Weiger im Besitz. Hey, du bist neu. Ich nehme ich erstmal. Und dann kaufe ich später das hier. Weil es einfach meine Farben sind. Aber ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich auch meine Farbe. Diese Orange. Na gut. Du bist auch recht neu. Dich muss ich auch noch kaufen. Dich muss ich freispielen. Ja, dich muss ich freispielen und du. You play, okay. Na gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt Sequenz 8 immer noch, ne? Ja, gut. Wir gucken uns eine neue Koop-Mission an. Und zwar gucken wir uns Dentons Opfer. Keine Ahnung. Komischer Name. Gehen wir rein. Nein, ich will den Aber Scheiß nicht. sicher, Mademoiselle. Ich will den Scheiß nicht. Ich will es selber machen. So, wir haben ja eine neue Waffe. Not bad. Wie, 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 wie. Was soll das bringen? Was genau bringt das? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam. So, die Reichweite ist mir schon sehr wichtig. Ich habe nämlich schon wieder verkackt, ne? Ich habe nämlich gemerkt, dass es durchaus wichtig ist, auch ein bisschen Reichweite zu haben. So kann ich es jetzt endlich mal irgendwie hinkriegen, den Scheiß hier hinzukriegen. Privat spielen. Ein schöner Tag, Geht oder doch. nicht? Halt's Maul da hinten. Ich bin sauer. Muss Leute erschießen. Paris, 1794. Jeden Tag gibt es Hinrichtungen. Du wirst uns bald folgen, Robespierre. Dein Haus werden wir einreißen und den Boden salzen. Georges Danton, Held der Revolution und auf dem Weg zur Guillotine. Dantons Verbrechen war es, diesen Typen zu ärgern. Maximilien Robespierre, den Vater des Terrors. Gib mir das. Dantons Freunde druckten einen Artikel, der Robespierre als blutrünstigen Tyrannen zeigte. Die Wahrheit schmerzt. Ha, ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Aber als Staatsmann ist man gewohnt an Ratten. Mein alter Freund, du bist zu einem Staatsfeind geworden. Sieh, was Henrion in deinen Papieren fand. Dantons private Briefe. Es reicht nicht, Danton zu verhaften.
Robespierre wird auch seine Freunde töten lassen. Rettet Danton und sucht seine Freunde auf. Okay, das... Ach nein, das ist... Oh, warum? Das sieht mir schon so nach einer Zeit-Quest aus. Danton wurde schon zur Guillotine gebracht. Ihr habt noch ein paar Minuten, bevor er sterben wird, aber ich würde mich beeilen. Ach, scheiße. Verfluchter Gemäßigter! Hä? Habe ich keine Waffen? Ist das ernsthaft meine Waffe jetzt? Wie verrückt ist das denn? Okay, ich soll mit ihm sprechen? Ich soll einfach hingehen und mit ihm sprechen? Hallo. Au! Au! Es gibt keine Hilfe. Zeigen wir ihm, dass sie uns nicht besiegt. Alter, ich kann nicht kontern mit der Waffe. Nicht so lange. Wieso habe ich kein Schwert mehr? WTF? Ich meine, ich kann doch beides haben. Ich kann ein Gewehr und ein Schwert haben. Gott. Oh. Das habe ich nur angerichtet. Die Frage ist, macht das Gewehr auch so viel Schlagschaden, wie es machen sollte? Ja gut, versuchen wir es nochmal. Wurde schon zur Guillotine gebracht. Ihr habt noch ein paar Minuten, bevor er sterben wird, aber ich würde mich beeilen. Ups, sorry. Ach verdammt, das soll ich denn ernst nehmen. Ja, Schaden macht ihr auf jeden Fall. Wer schießt mich denn da an? Komm weg mit dir. Bitte. Dann muss ich jetzt mit dem Gewehr wohl leben. Okay, ich werde zwar gesucht, aber ist nicht so schlimm. Das Volk steht hinter dir, Danton. Okay. Ich bin jetzt dein Mädel. Es gibt keine Hoffnung mehr. Zeigen wir ihm, dass wir uns nicht besiegt haben. Ich kämpfe doch gar nicht. Wir wurden besiegt. Oh Scheiße, jetzt hab ich. Jetzt aber. Komm. Ich wusste, dass ihr mich retten kommt. Doch ich muss heute sterben. Mit mir wird auch Robespierres Ruf sterben. Ich hab nur eine Bitte. Robespierre stahl meine privaten Briefe. Damit lässt er meine Freunde verhaften. Ich bitte euch, findet meine Freunde und holt diese Briefe zurück. Ich persönlich hätte mich retten lassen, aber es war Dantons Wunsch. Gehen wir zu seinen Freunden. Okay. Nicht weiter! Halt, dreckiger Abschaum! Verdammt! Wurde gesehen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Ganz ehrlich. Eine 90 Meter, achso. Hoppala. Ich muss hier entlang. Sorry, auch. Einfach in der Menge untertauchen. Zwischendurch einen auf den hier machen. Und dann abbauen. Okay. Hier haben wir einen Kollegen. Das ist ein Ziel. Bleib da stehen! Zaude nach den Tätern! Noch ein! Er hat ab! Beeilung! So! So. Okay, holen wir die ab. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass ich wegen dieser Waffe kein Schwert haben darf. Hey, wovor hast du Angst? Ich habe dich.
Jetzt echt mal. Seltsam, kann ich hier wie die Waffe wechseln? Oh. Du musst sterben. Du musst sterben. Dann laufen wir einfach zum nächsten Ziel. Irgendwie reden einfach die ganzen anderen Kram, ich meine. Junge, Alter. Du Bürger! Ich halte niemals ein. Ich laufe hier einfach in die Menge. Dann mache ich den auch noch kaputt. Wie Verbündete wird angegriffen. Oh, ich drehe durch, ey. Jetzt komm, weg mit euch. So. Die waren gar nicht mein Ziel. Aber egal. Hab Dank. Oh, hab Dank. Nun hier. Gibt's hier nicht irgendwie so eine Art Waffenrad? Ich glaub nicht, ne? Dokili, ich glaube, ich muss mich beeilen. Dann wird ja schon fleißig gefightet. Ich will auch schießen. Geht doch. Oh, ach, ich dachte, ich muss dich verteidigen. Ja, super. Weißt du? Ich habe gedacht, ich habe ganz viele Freunde. Dabei habe ich sie nicht. Ich habe keine Munition mehr. Zieh dich! Schläg dich um! So, da greift noch ein random einer meinen Verbündeten an. Der kann nicht dazugehört. Ihr habt keinen Ärger mit mir, mein Freund. Ja. Jetzt brauchen wir noch diese Briefe. Robespierres Haus wäre ein guter Ansatzpunkt. Hast du Munition für mich? Munition für mich? Kirschbomben. Wer braucht denn so einen Scheiß? Naja, beschaffen wir die Briefe, vielleicht finden wir irgendwo noch doch noch Munition. Moment, Freunde. Wenn Charakteranpassung, Ausrüstung, Waffen, wenn wir die Gewehre sowieso nur alleine tragen können, was ich ein bisschen kacke finde. Eines der besten Beispiele für Musketen, sowohl in Bezug auf die Handwerkskunst als auch auf die Nützlichkeit. Gut. Dann haben wir noch Guillotinenpistolen. Na gut. Der Hammer ist das ja nicht. Na gut, gehen wir weiter. Ich werde mich schon an diese Waffe gewöhnen. Lass mich mal ganz kurz rein, ja? Hallo? Oh. Haltet ihn! Jetzt. Hör auf auszuweichen! So. Was schon. Gut, die Glocke muss ich auf jeden Fall
kurz sabotieren. Ups. So, sehr schön. Hat mich irgendjemand gesehen? Kann ich mich hier verstecken? Ja. Hä? Ich dachte, irgendwer. Da oben oder was? Hä? Willst du mich ja nicht verarschen? Da zielt der Pappenheimer auf mich. Ich glaub's nicht. Jetzt hol ich mir der. Dich. Mir, dir, dich. Irgendwie so ähnlich. Du wirst auf jeden Fall sterben. Ihr habt doch bestimmt Munition dabei, Jungs. Jetzt sehe ich euch doch an. So, wenn ihr keine Munition habt, dann weiß ich auch nicht. Ernsthaft? Stehen die alle da mit einem Schuss da, oder was? Haben die nicht mehr? Kriegen die nicht mehr? Ja, wo sollen die Viecher denn sein? Irgendwo hier im Haus, ne? Würde ich mal stark annehmen. Ich sehe da ein Fenster. Das will ich auch ausnutzen. Ich glaube, Bürger Robespierre bekommt nicht genug Ruhe. Er wirkte oft übermüdet in letzter Zeit. So, kann man nicht von hier aus die Briefe schon sehen. Ist eine Truhe, ja, aber ich sehe nicht die Briefe. Er ging rastlos mit diesen ah doch, ich sehe sie. Ließ sie überall liegen, sieht ihm gar nicht ähnlich. Einen Moment. Ach man, die Steuerung ist so beschissen. Die regt mich jedes Mal auf. Ich hoffe, die wird besser im nächsten Spiel. Ich hoffe es wirklich inständig. Gut, gucken wir mal, was haben wir denn da alles so Schönes. Ist echt nur einer? Hallo. Das liegt an diesen Briefen von Danton. Ernsthaft? Du hast nicht mal hingeguckt, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Au. So, da muss ich auch noch hin. Markieren wir uns das Ganze mal. Ja, Kacke. Ich brauche diese Synchro-Punkte. Dreifach versiegelt, geil. Oh Mann, wieso drehst du dich um? Betrachte doch lieber dieses komische geile Bild. Von Ziegen. Du stehst bestimmt auf Ziegen, oder? Hey, weißt du? Glaubst du, du bist schneller als ich? Oh, aber stärker. Wieso sollte ich schneller sein wollen, wenn ich doch stärker bin? Hallo. Ah, schön alles wegmetzeln. Die Rache dafür, dass ich so oft gestorben bin gerade. Ja. Schön, dass sie können nicht um Hilfe gerufen haben. Ich werde mal ganz kurz das Ding hier sabotieren. Und dann muss ich das beschaffen. Geht's hier rein? Ja, da geht's rein. Oh, warum ist das so ein Dreierschloss? Quäl mich doch nicht, Spiel. Oh. Oh, so knapp. Ernsthaft? Gleiche Stelle? Ist doch, das ist doch nicht euer Ernst. Was zum Teufel stimmt mit diesem Spiel nicht?
Kannst du mich treffen, Zero? Okay. Ein Stückchen höher muss ich zielen. Okay. Ein Stückchen niedriger. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist der erste Stift. Ich krieg den ersten Stift nicht mal hin. Hä? Das geht nicht. Das Schloss ist einfach nicht zu knacken. Da gibt's keinen Frame. Es gibt keinen Frame in diesem Schloss. Ihr wollt mich verarschen, oder? Das ist die reinste Verarsche, Freunde. In dem Frame gibt's einfach kein Schloss. In dem Schloss gibt's kein Frame. Der genau drauf zeigt. Der geht entweder über oder drunter. Da. Der ist einfach rübergegangen. Das ist doch hier die reinste Verarsche. Ich werde als nächstes, auf jeden Fall Sequenz 9 beenden. Wir rushen gleich bis Sequenz 9 durch. Versteckt sich wohl. Und das war's. Schrei denn nicht aus! Wo willst du? Auf ihn! Jetzt reicht's mir mit dir! Komm, beenden wir die Mission und dann auf zu Sequenz 9. Ich meine, zwei Sequenzen noch, das kriegen wir hin. Gute Arbeit, höchste Zeit da abzuhauen. Ich bin dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Wo ist der Ausgang? Ach Gott, ich hasse das. In diesem Spiel gibt es so viele Zugänge, aber keine Ausgänge. Laufen wir ganz runter. Wir wissen, dass hier ein Ausgang ist. So, und gucken wir, ob es da vielleicht irgendwie einen alternativen Zugang gibt rein. Wenn ja, dann lache ich aber. Bleib sofort stehen! Sieht nicht so aus. Gut, scheiß auf die Punkte. Lauf mal weg. So, verbesserter Mantel von hast du nicht gesehen. Wukilidokili. Oh. Die Korrespondenz des Königs. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Ich weiß nicht, also die Hauptfiguren, die wir da gesehen haben, beziehungsweise die
Die Obermotze, die sind mir ein bisschen zu viel im Hintergrund. Man hat keine Beziehung zu denen. Die haben sehr markante Gesichter und so, man kann die sich leicht merken, aber als Spieler einfach keinen Bezug zu diesen komischen Obermotzen, die verdammt wichtig sind für die Gilde. Der Einzige, der wichtig war, ist gestorben. Das war halt die Kackbratze da. Und das Mädel. Und die lebt noch, aber die sieht man auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, irgendwie.